Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder eine Folge Dead by Daylight. Und wer die Folge von gestern gesehen hat, oha, die Zwillinge, der weiß, dass das mit der Adapt Challenge mit Cheryl nicht so ganz geklappt hat. Deswegen versuche ich es heute mit Yui. Also wieder Zeit für die Adapt Challenge. Und vielleicht kommt mir sogar ein Talent ganz gelegen bei den Zwillingen. Und zwar Glück gehabt. Glück gehabt sorgt dafür, dass ich, wenn ich verletzt bin, für 120 Sekunden keine Blutspuren hinterlasse. Und wir wissen, Victor sieht nur Blutspuren. Er sieht keine Kratzspuren. Vielleicht gar nicht so schlecht. Das zweite Talent von Yui, was einzigartig ist, heißt Ausbruch. Wenn jemand getragen wird und ich laufe da in einem gewissen Umkreis um diese Person herum, kann diese sich schneller freiwiggeln von der Schulter. Und das dritte Perk von Yui heißt mit allen Mitteln. Ich kann umgestoßene Paletten aufheben. An sich auch nicht schlecht. Ja. Schauen wir mal, ob wir von irgendwas Gebrauch machen können. Ob wir rauskommen. Leute, nicht alle Generatoren da drüben machen, okay? Das wäre ganz schlecht. Weil dann haben wir hier nämlich dann eine 3-Gen-Situation. Und ich hätte eigentlich, da ich Ausbruch dabei habe, in Richtung der Getragenen laufen können. Kein Ruin. Fällt mir schon mal. Du hast frei. Frage ist, sind die jetzt runtergerannt? Okay, ich soll gehen. Retten? Was geht mit seiner Kette nicht? Aktuell mit seinen Grafikbugs. Ich weiß nicht, ob ihr letztens im Stream dabei wart. Da habe ich ein bisschen Killer gespielt und wir hatten eine Nea dabei. Und ihre Haare gingen einfach bis zum Boden. Was wird das jetzt? Die Runde. Leute, ihr müsst doch verstehen. Ich muss doch entkommen. Das wird sonst nichts mit meiner Adapt Challenge. Ich zieh jetzt hier durch und dann gehe ich retten. Victor hier. Da auch nicht. Die Jagd da drüben. Da bin ich ja her. Wie kommt sie nicht?
Viktor! Du kleiner Wicht. Ja. Hinten ist sie. Muss aufpassen, dass sie mich jetzt bestenfalls nicht findet. So, ich hinterlasse keine Blutspuren, wie ihr seht. Das heißt, Viktor kann mich jetzt nicht anhand meiner Blutspuren finden. Kratzspuren sieht er, wie gesagt, nicht. Er kann mich noch hören, ne? Das schon. Aber er sieht mich nicht anhand der Blutspuren. Geh mal an den Generator. Den in der Mitte scheint sie irgendwie zu bewachen. Und dann haben wir, glaube ich, die Generatoren gut verteilt. Wenn wir das hier schaffen, den anzumachen. Und wie schön wäre es, Yui zu entkommen. Wie schön. Damit ich wenigstens mal noch eine Person abhaken kann auf meiner Adept-Challenge. Bisher steht immer noch nur Jake. Geht auf Detective Tab. Dann gehe ich hier ran. Ich weiß nicht, ob Viktor hier irgendwo steht. Ich muss ein bisschen lauschen. Ob ich den Kleinen kommen höre. Okay, also sie würde es nicht mehr zu mir schaffen. Ich nutze meine Talente nicht wirklich, ne? Ausbruch, ich bin irgendwie nicht so richtig in der Nähe von denen, die liegen. Paletten aufheben. Ist auch nicht so. Oh je, aber die Ausgänge sind alle beide drüben. Viktor ist auch drüben unterwegs. Wir haben ihn gerade springen hören. Jetzt noch rauskommen. Ich meine, ich habe noch nicht gehangen, oder? Nee. Ich habe noch nicht gehangen. Ist da und der andere ist da drüben. Ach, übrigens, wir probieren das mal. Einfach mal was können. Und hier ist die Luke. Die ist kein Nöt. Wieder auf die Verletzte. Nein. Viktor ist da hinten. Sagen es nicht so gut, dass die aufgemacht hat. Na toll. Was?
keine geliehene Zeit. Es war auch nicht gut. Oh nein! Jetzt komme ich zwar mit Yui raus, aber... Ich glaube, sie lässt mich nicht mehr. Nein! Ich muss retten. Nein! Oh, sie ist tot! Oh nein. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht. Errungenschaft freigeschaltet. Geschickte Yui. Aber irgendwie... War das jetzt doof. Warum ist denn die andere rausgegangen? Zu zweit hätten wir es vielleicht schaffen können, sie noch zu retten. Oh Mann, oh. Aber wir sind raus. Wir haben es geschafft. Wir haben die Adept Challenge mit Yui geschafft. Und das waren jetzt nun mal einfach die Umstände. Die haben für mich gesprochen. So, ich versuche mir kein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, endlich. Endlich der zweite Survivor abgehakt. In diesem Sinne. Ich verabschiede mich direkt aus der Runde. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Bis dahin, macht's gut!